Wie ihr so ein Armband macht, zeige ich euch heute. Ihr benötigt dazu 9 von diesen kleinen Herzchen. 3 in jeder Farbe, in Pink, in Neonlila und Neongelb. Und dann benötigt ihr noch für das Hauptband Gummiringe in Schwarz, einen Verschlussclip, eine Nadel zum Stilllegen und eine Häkelnadel. Zunächst bereiten wir die Anhänger vor. 6 habe ich schon, 5 habe ich schon und nun folgt Gelb. Ich nehme einen einzelnen gelben Gummiring und wickle ihn dreimal um die Nadel. Dann nehme ich 2 gelbe und ziehe sie durch diese 3 Schlingen und lege dann den Anfang wieder zurück auf die Nadel. Dann nehme ich einen weiteren einzelnen gelben, nehme wieder 2 gelbe Gummiringe und ziehe diese durch. Nun habe ich 8 Schlingen auf der Nadel. Ich nehme wieder 2 gelbe und ziehe diese 2 gelbe Gummiringe durch alle 8 Schlingen. Dann lege ich den Anhänger auf der Nadel still. Nun kommt wieder Pink. Ein einzelner Gummiring, dreimal um die Nadel wickeln. 2 Gummiringe in Pink durchziehen. Nochmals einen einzelnen Gummiring, dreimal um die Nadel wickeln. Und 2 Gummiringe in Pink durchziehen. Nochmals 2 Gummiringe in Pink durch alle 8 Schlingen auf der Nadel ziehen. Und das Ganze auf der Nadel stilllegen. Nun folgt Lila. Wieder das Gleiche. Einen einzelnen Ring dreimal wickeln. Dann 2 lilafarbene durchziehen. Nochmals einen einzelnen dreimal wickeln. Und 2 lilafarbene durchziehen. Jetzt habe ich wieder die 8 Schlingen. Und hier ziehe ich wieder 2 lilafarbene Gummiringe durch alle 8. Nun habe ich 8 Anhänger. Ich mache jetzt noch einen gelben und dann dürfte es reichen. Ich nehme wieder einen einzelnen gelben Gummiring, lege ihn dreimal um die Nadel, ziehe hier 2 gelbe durch. Nehme einen einzelnen gelben, wieder dreimal um die Nadel und 2 gelbe Gummiringe durchziehen. Und dann nehme ich nochmals 2 gelbe und ziehe diese durch alle 8 Schlingen. So, nun bin ich mit den Anhängern fertig und es folgt mein Hauptband. Das arbeite ich in Schwarz. Ich nehme einen einzelnen schwarzen Gummiring und wickle ihn dreimal um die Nadel. Dann nehme ich 2 Gummiringe und ziehe sie durch diese 3 Schlingen. Das seid ihr schon gewohnt. Jetzt nehme ich noch zweimal je 2 Gummiringe und ziehe diese durch. Einmal. Zweimal.
beim dritten Mal steche ich nun in diese 4 Schlingen vom ersten Anhänger durch, hole dann die 2 schwarzen Gummiringe, ziehe sie komplett durch und lege dann den Anfang wieder auf die Nadel und ziehe den Anhänger ab. Dann nehme ich wieder 2-mal 2 schwarze Gummiringe. Einmal. Zweimal. Dann steche ich in die nächsten 4 Schlingen ein. Also alle 4 Schlingen vom Anhänger. Nehme 2 schwarze Gummiringe, ziehe sie komplett durch und lege den Anfang auf die Nadel. Darauf achten, dass sich die Gummiringe nicht verdrehen. Dann wieder 2-mal 2 schwarze alleine durchziehen. Und dann die pinkfarbenen 4 Schlingen mit auf die Nadel dazu nehmen. Wieder 2 schwarze und durch alle 8 Schlingen ziehen. Wieder 2-mal 2 schwarze alleine durchziehen. Dann 4 Schlingen vom nächsten Anhänger dazu auf die Nadel holen. Und durchziehen. Wieder 2-mal 2 schwarze. Dann die lilafarbenen, also vom folgenden Anhänger. Die Farben könnt ihr ja frei wählen. Und wieder 2-mal 2 schwarze. Und nun die pinkfarbenen mit dazu nehmen, vom nächsten Anhänger eben. Noch einmal 2-mal 2 schwarze, so wiederholt sich das also ständig. Dann die gelben mit dazu nehmen. Dann lila. Moment, hier habe ich einmal 2 schwarze zu wenig. Sonst wird der Abstand nicht gleichmäßig.
stimmt es wieder. Entschuldigung. Und abschließend pink. Und noch zweimal zwei schwarze. Nun benötige ich noch einen Verschlusshaken. Ich ziehe hier die linken zwei unter den rechten zwei durch und führe sie in den Verschlusshaken. Und auf der anderen Seite nehme ich die drei Schlingen vom Anfang und führe sie ebenfalls in den Verschlusshaken. Und dann ist mein Armband mit den Herzanhängern fertig. Ich wünsche euch viel Spaß damit.